Ja, ich bin ja in der Vital Lounge. Ich freue mich sehr, die Barbara Kemsky hier vorzustellen. Und es ist eine wunderschöne Praxis hier mitten im Münchner Zentrum, wunderschön am Platzl. Und es freut mich sehr, dass ich Sie interviewen darf. Ja, vielleicht als erstes, wie lange sind Sie tätig als Heilpraktikerin? Also ich bin 10 Jahre schon niedergelassene Heilpraktikerin. Ja. Und bin aber auf meinem Weg durch Umzüge vor 2 Jahren in diese schöne Praxis gekommen. Und die ist schon wirklich ganz speziell. Die ist sehr speziell. Hat die Praxis Sie gefunden oder umgedreht? Ich denke, wir haben uns beide gefunden. Ja. Also ich arbeite auch sehr, sehr gerne hier. Mhm. Denn wie gesagt, dieses ganze Interieur hier und dieses ganze, ja, man fühlt sich einfach wohl. Ja. Und das korrespondiert einfach ganz gut auch mit den Methoden, die man anbietet für die Patienten. Die fühlen sich auch wohl. Mhm. Und ich denke, das ist schon mal das Erste, was wichtig ist zum Gelingen der Therapie. Unbedingt, genau. Erstmal ankommen, wohlfühlen. Genau. Und jetzt sind wir natürlich neugierig. Ja, was für Methoden bieten Sie denn an? Also ich biete an vorwiegend Hypnotherapie und Hypnose. Mhm. Ich bin zertifizierte Hypnotherapeutin, medizinische und psychotherapeutische und mache auch ästhetische Medizin. Mhm. Das heißt, die kleine Variante, das heißt, ich spritze Falten und spritze Falten mit Hyaluronsäure, nur mit Hyaluronsäure, mache Mesotherapie und Mikroneedling. Ah, das sind jetzt so Sachen, die man vielleicht nicht so geläufig hört. Das ist richtig, wobei man es mittlerweile überall in der Vogue, in der Für Sie und so weiter nachlesen kann. Ja? Okay. Also wie gesagt, auch das Mikroneedling und auch die Mesotherapie basiert eigentlich immer auf dem Grundstoff Hyaluronsäure. Wobei dann natürlich eine Mischung mit drin ist. Ah, ja, es ist also nicht nur die reine Füllung, sondern einfach es scheint, dass es Hautbildverjüngung ist. Man kann gut Akne haben, da gut therapieren, auch Haarwuchs. Und eben Zellulite-Behandlung kann man damit mit Mesotherapie auch sehr gut machen. Also Sie sind Spezialistin in Sachen Schönheit, auch sozusagen. Und das tut natürlich auch was mit dem Selbstwert. Ja, ich behandle das sehr gerne, weil ich finde, man hat dann immer gleich mit glücklichen Menschen zu tun. Weil man sieht das Ergebnis nämlich immer sofort und das ist dann immer sehr, sehr, sehr schön und sehr angenehm. Ah, wunderbar. Okay. Ja. Dann ist das hier in der Praxis, habe ich eine Methode entwickelt, für die Hallux-Valgus-Behandlung. Das ist also eigentlich Hallux-Valgus, das, ich sage immer, das Problem der Frauen im Schuh, wenn sich das so ausbeult. Ja. Kann ich sehr gut. Und meistens bleibt einem da nur die OP, um es eben zu verbessern. Mit meiner Methode kann man zumindest die Schmerzen und beziehungsweise auch wieder die Möglichkeit, in jedes Schuhwerk zu gehen und alles wieder so zu machen, schmerzfrei zu genießen. Oh, das klingt ohne gut. Operation. Wunderbar. Und ich denke, das ist immer noch eine Option, bevor man sich unter das Messer legt. Ja, oh, wunderbar. Bin ich schon mal richtig hier. Das stimmt. Wunderbar. Ja, dann gibt es noch eine ganz Spezialität. Die Polyarthrose und die Polyarthritis. Das gehört natürlich alles so in diesen Hallux Valgus. Auch der ist im rheumatischen Formenkreis mit drin. Okay. Gehört natürlich da dazu und mir geht es eben darum, auf naturheilkundliche Basis, soweit es geht, eben die Beweglichkeit der Finger oder der Zehen oder der Schulter zu erhalten. Mhm. Denn auch da, wie man weiß, kann man schulmedizinisch natürlich schon hervorragend helfen, aber man kann halt auch nur bis zu einem gewissen Maß therapieren. Okay, wunderbar. Also betrifft inzwischen sehr viele Menschen. Also, richtig. Ja. Und ich muss man schon dazu sagen, ich habe mittlerweile 80% der Fälle, die dann schmerzfrei werden. Wunderbar. Ein bisschen Geduld muss man natürlich mitbringen. Ich glaub, und man darf keine Angst vor Nadeln haben. Ah, okay. Also Vertrauen. Ja. Und Vertrauen. Ja, wunderschön. Also ich glaube, das ist eine ganz andere Lebensqualität, die dann Leute wieder erfahren. Und dann gibt es auch wieder die glücklichen Menschen. Das stimmt, wenn man wieder in den Schlittschuh kommt und sagt, ohne Aua, das ist immer gut. Stimmt. Oder ein High Heel, das stimmt. Okay. Gerade bei den Frauen. Ja. Männer haben es ja nicht so häufig. Ne? Dankeschön. Ja, wie wirken diese Methoden? Also das eine haben wir schon gehört, diese Hyaluronsäure. Die Hyaluronsäure, die wirkt natürlich so, wie man sie auch in der Werbung und jeder kann es nachlesen, kennt. Hyaluronsäure ist eben sehr, sehr, sehr stark
feuchtigkeitsbindend, ja, das heißt, es fluscht richtig auf. Mhm. Und ab einem gewissen Alter muss man halt, wenn man das möchte, eine Falte aufpflustern, muss man eben da minimalinvasiv, das heißt, mit einer Spritze tätig werden. Ja, okay. Und da Hyaluronsäure halt hervorragend die Feuchtigkeit bindet, können Sie sich ja vorstellen, dass eben diese Haut dann sehr, sehr gut mit Wasser, mit Feuchtigkeit versorgt ist. Okay. Ja? Die Hypnotherapie bzw. die Hypnose wirkt auch sehr, sehr gut. Ich behandle dabei meist Ängste, Rauchen, auch ein Teil des Übergewichts, nämlich des psychischen Übergewichts, also wenn man sich anfuttert, weil es einem eigentlich nicht so gut geht. Mhm. Und auch überhaupt alle Dinge, die so auch im Coaching-Bereich zuständig sind. Mhm. Wie verändere ich mein Leben? Und ich weiß aber nicht, wie die Umsetzung geht. Mhm. Im Übrigen coache ich auch Firmen, also ich komme dann auch in die Firmen rein. Ah, wunderbar, das bin ich ja. Also das ist diese Hypnotherapie und lösungsorientierte Hypnose hat ja auch Teilaspekte von NLP, sodass man da, wenn man das einfach zertifiziert hat, kann man da in vielen sehr bandbreitend. Genau, okay. Richtig. Man kann da also ziemlich switchen. Ja. Okay. Und man muss dazu sagen, man hat da hervorragende Erfolge, wenn sich der Mensch natürlich darauf einlässt. Ja. Das ist die Grundvoraussetzung. Das ist die Grundvoraussetzung. Mhm. Muss dazu sagen, die Methode ist sehr schnell. Sie können jahrelang zum Psychotherapeuten laufen und es ändert sich nichts. Das ist bei der Hypnotherapie schneller. Okay. Also sehr viel schneller. Das klingt gut. Ja, das ist auch gut. Also ich mache es auch gern. Ja, wunderbar. Also, ist auch spannend. Also merkst schon, man fühlt sich hier gut aufgehoben. Es ist wirklich ein breites Spektrum, was Sie da anbieten. Und ja, ich denke, dass die Menschen sich hier wunderbar aufgehoben fühlen. Gibt es noch vielleicht zum Abschluss, gibt es da Kontraindikationen, also Nebenwirkungen? Also ganz klar, sehr, sehr starke psychiatrische Bilder, wie natürlich Schizophrenie oder wie gesagt auch sehr, sehr starke Borderliner. Mhm. Die gehören natürlich nicht zur Therapie, die gehören immer zum Facharzt, zum Psychiater, okay. Das ist klar. Man muss die Patienten sowieso immer richtig legeartes untersuchen, das ist auch klar. Das gilt aber auch für alles andere und ich biete ja auch nicht nur das an, sondern auch die ganze normale Naturheilkunde, also alles an Naturheilverfahren. Wenn Sie Blutegel haben wollen, dann kriegen Sie auch von mir Blutegel. Ah, okay. Also das heißt, nichtsdestotrotz muss man alles sehr genau untersuchen, ob ein Mensch eben keine Kontraindikation hat. Alles klar, okay. Ja, ganz herzlichen Dank. Also, ja, bitte, bitte. Ja, also ich merke, ja, auch das Menschliche ist ganz wunderbar. Also es ist so wirklich ein ganz schönes Aufgehobensein und freue mich, dass ich Sie interviewen durfte. Und ich danke Ihnen. Dass das noch viele Menschen hier erfahren und sich hier gut aufgehoben fühlen in der Vital Lounge. Ich danke Ihnen. Danke, Barbara. War nett. Danke. Schön, danke schön. Tschüss.